Als Ina Paule Klink am Tag vor Heiligabend 1979 im brandenburgischen Zossen das Licht der Welt erblickte, konnte noch keiner ahnen, dass die Tochter einer Maskenbildnerin und eines Piloten einmal die Fernsehlandschaft erobern würde. Doch die in Schönefeld bei Berlin aufgewachsene Steinbockfrau entdeckte früh ihr Talent für Unterhaltung und saß bereits als Teenager für einen Radiosender hinter dem Mikrofon. Das war allerdings erst der Anfang einer erfolgreichen Karriere. Wäre der Wunsch ihrer Eltern erhört worden, dann wäre Ina Klink eigentlich ein Junge geworden. Deshalb gaben die Klinks ihrem Töchterchen auch den Namen Paule mit auf den Weg. Die brandenburgischen Standesbeamten runzelten zwar noch die Stirn, als die Eltern den Zweitnamen offiziell eintragen lassen wollten, doch mit 19 Jahren setzte sich die Künstlerin durch. Seitdem steht Paule ganz offiziell im Ausweis der Brandenburgerin, nachdem sie in ihrer Kindheit und Jugend fast ausschließlich mit dem Jungsnamen angesprochen wurde. Inzwischen hat sich Ina Paule Klink im Berliner Stadtteil Kreuzberg eingelebt und frönt von der Hauptstadt aus ihren zahlreichen Talenten. Sie selbst beschreibt sich als hibbelig und Mensch mit vielen Baustellen. Da verwundert es nicht, dass Ina Paule Klink nicht nur als Schauspielerin gut im Geschäft ist, sondern auch die Musikwelt für sich entdeckt hat. Unter ihrem Spitznamen Paule nahm das Multitalent 1998 ihre erste Single »Alles klar« auf, 2 Jahre später legte sie das Album »Meine Seele« vor, 2002 folgte die nächste Single »Bye Bye«. Im gleichen Jahr tourte das Gesangstalent mit der Band Broses durch die Lande und verdingte sich bei Bela B. und seiner Combo Los Helmstedt als Sängerin und Keyboarderin. Mit Bela B. verband sie auch in den Folgejahren eine künstlerische Partnerschaft, als Ina Paule Klink erneut mit dem Schlagzeuger der Band Die Ärzte auf Tournee ging. Übrigens verdankt Ina Paule Klink dem Ärzte-Drummer noch eine weitere Wendung in ihrem Leben. Bela B. war es nämlich, der Schauspielerin im Jahr 2003 einen gewissen Nikolai Kinski vorstellte. Der Sohn des legendären Klaus Kinski, 3 Jahre älter als Ina Paule Klink, wurde kurz darauf ihr Freund. Bis heute sind die Schauspielerin und Nikolai Kinski ein Paar und beide können behaupten, dass bei ihnen eine echte Musiklegende Amor gespielt hat. Doch obwohl Klink musikalisch einiges auf dem Kasten hat, liegt ihr die Schauspielerei primär am Herzen. Nach kleineren Rollen im Fernsehen und im Theater ergatterte sie 2000 in der Erfolgsserie Wilsberg die Rolle von Georg Wilsbergs Patentochter Alex. Am Set der ZDF-Serie habe sie auch ohne Schauspielunterricht alle Tricks und Kniffe des Schauspielberufs gelernt, gab Ina Paule Klink in einem Interview zu. Bereits vor ihrem Durchbruch in Wilsberg konnte das TV-Publikum Ina Paule Klink in einer Erfolgsserie bewundern. Von 1998 bis 1999 spielte die Brandenburgerin die Steffi Körte in Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Darüber hinaus war sie in Der Bulle von Tölz, Wie erziehe ich meine Eltern oder Soko Leipzig zu sehen. Doch sich für eine Rolle von Grund auf zu verändern, käme für Ina Paule Klink nicht in Frage. In einem Interview verriet die Künstlerin, die vor einigen Jahren mit erotischen Fotos in der Zeitschrift Max zu sehen war und aktuell im Playboy zu sehen ist, man habe ihr nahegelegt, sich einer Brustvergrößerung zu unterziehen, um bessere Rollenangebote zu bekommen. »Ich fand das unverschämt«, entrüstete sich Ina Paule Klink damals. »Das Dekolleté kann doch nicht entscheidend sein.« Viel lieber genießt die Schauspielerin abseits des Filmsets ihre Freizeit ganz naturbelassen und schwingt sich am liebsten auf den Rücken ihres Pferdes und übt sich in Springen und Dressurreiten.